Gut, ich meine, Künstler sind einfach fantastische Menschen. Und bei Studio 2 zum Beispiel, in diesen ganzen Magazinsendungen, die es im ORF gibt, sitzen ja oft Künstler, Künstler oder? Sind einfach fantastische Menschen. Fantastisch, großartig. Studio 2 mag ich sehr gern. Ja. Wirklich fantastisch moderiert, Verena Scheidt, Norbert Oberhauser, Birgit Fenderl, ja, und Martin Verdini. Fantastisch moderiert. Aber oft haben wir beklagt, es werden Leute eingeladen, die eigentlich keiner kennt. Oder? Und die auch eigentlich relativ talentbefreit sind, ja, wenn ich mir dieses Urteil überhaupt erlauben darf. Aber da, ich denke, du sprichst das Gleiche an, jetzt war eine Musikerin eingeladen, ja, und ich gedacht habe, endlich erkennt jemand dieses unendliche Talent. Christina Koseka ist diese Frau. Musikerin. Und diese Frau wird den Austropop neu beleben. Sie wird die zentrale Figur der nächsten 30 Jahre werden. Vor allem, weil sie in diesem kurzen Interview Sätze gesagt hat, die man sonst nicht hört. Ja. Also endlich mal nicht so ein substanzloses Blabla, nein, sondern man hing an ihren Lippen, oder? Und dann kam es zu einem wirklichen Glanzmoment des österreichischen Fernsehens, die in Wahrheit eher als, ja, wie soll man sagen, kontrolliert, konservativ bekannte Birgit Fenderl, großartige Frau, spricht im österreichischen Fernsehen live den Ausdruck Gangbang aus. Meine Songs basieren auf wahren Geschichten von echten Leuten. Okay. Und deswegen jetzt nur im Dialekt eigentlich, oder? Ja, naja. Wir leben in Österreich. Swiss, kannst du dich da besser ausdrücken im Dialekt? Ja, voll. Das ist authentischer dadurch. Ja, voll. Ich meine, ich bin kein Native Speaker. Das heißt, Englisch zu schreiben ist relativ schwierig für mich so. Du hast eine Band, wir haben gerade Gang Bang, heißt sie. Und na, Gang Band. Gang Band. Muss man aufpassen ein bisschen. Ja, muss man aufpassen. Via Instagram hast du sie gefunden. Wie ging das? Ja, also das Gerücht ist eigentlich, dass wir uns auf Tinder kennengelernt haben. Deswegen oder noch. Vielleicht, ja, das vielleicht stimmt es auch. Ich würde sagen, ich lasse das Gerücht dabei so stehen. Ja, verkauft sie dann wahrscheinlich auch ganz gut so. Ja. Toll, oder? Also weißt du, die lockeren Moderatoren verkauft sie ganz gut und das Gangbang, zack, zack. Wir werden Groupie-mäßig der Gangbang, den Gangbang-Burm und Christina folgen, ja, oder? Wir spielen keine Rolle mehr, Stermann. Wir sind kurz vorm Grab, das weißt du selbst, ja, oder? Wir können nur diese jungen Talente begleiten und ihnen ein Forum bieten.